Die Lenkung, ne? Wenn man die überhaupt als solches bezeichnen kann. Rölle auf Erden. Schon am Ende gab es noch ganz viele Kisten. Die, Motherfucker! Sleepwalk! Wupp, wupp. Wupp. Uiuiui, Scheiße. Hat nicht ganz funktioniert. Komm, schärfer lenken. Da, so, jetzt lenkt er richtig, ne? Kann er erst machen, wenn er langsam ist. Unglaublich. Und irgendwie die Zentrifugalkraft zu groß, keine Ahnung. Ja, okay, ich habe einen Edelstein, super. Superb! Tada! Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Dieses Flöp? Habe ich so ganz verstanden. Okay, jetzt haben wir wirklich alles gesammelt, was man sammeln kann. Also natürlich kann man noch ein paar sammelbare Sachen etwas upgraden. Zum Beispiel Relikte in Platin umwandeln, aber nein, vielen Dank. Ich passe. Ah, schön. So. Aha, guck mal, die ganzen Level sind nämlich verschwunden. Der Plan ist perfekt aufgegangen, den ich hatte. Ein Edelstein fehlt mir zwar noch, aber ich glaube, den kann ich auch holen, ohne dass ich in ein Level gehe. Und zwar müsste eigentlich theoretisch irgendwo hier so... Da, genau. Kriege ich Feuerwerk. Ein bisschen Konfetti kriege ich. Und da hinten ist doch das Feuerwerk. Seht ihr das? Das ist nämlich die Belohnung dafür gewesen. Also jetzt neben der Trophäe. Dass ich alle Relikte in Gold geholt habe. Das habe ich erst total spät gerafft. Ich habe das erste Mal, glaube ich, sogar erst dann geholt, als ich... Ob ich das Let's Play gemacht habe, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ob ich das schon vorher mal gemacht habe. Aber ist auch uninteressant. Wir haben ja auf jeden Fall jetzt alles geschafft, was wir schaffen wollten. Noch nicht alles, was wir schaffen können. Wie gesagt, ich könnte noch die Platinrelikte holen. Mache ich aber nicht. Aber, wenn man sich jetzt mal anguckt, 105%, 25 Kristalle, 45 Edelsteine und 30 Relikte. Und keins davon in Saphir, sondern alle besser. So, Challenge erfüllt. Beenden wir das Spiel. Dr. Neocortex. Ja, dafür müssen wir ihn noch einmal besiegen, um das 100%-Ende zu sehen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon, aber einfach der Komplettheit halber, ne? Ja, stimmt. Der Beuteldachs hat mir alle Kristalle und alle Edelsteine gebracht. Die ultimative Macht gehört mir. Die Welt, wie wir sie kennen, wird enden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein anderer Kampf auch ist. Na, nee, ist aber nicht. Sieht sehr gleich aus. Den, 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 den. Und Krieps. Huch. Krieps. Komm. Wap. Dass wir ihn irgendwie nur hier reinkriegen. Geht doch. Erstmal ist nur einfach. Zweite und dritte Mal wird ein bisschen schwieriger. Huh. Ach so, genau. Ich dachte schon, der wäre ein weiter. Jetzt kommt erstmal die 8. Wow, 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 wow. Das war ganz schön knapp. Verflucht. Flop, 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 flop. Hui. Was? Was? Wie? Was? Wo? Was? Wie? War? War? Wie? Was? Wo? War? Wo? War? Okay. Von mir aus, aber hä? Warum? Das ist mir noch nie passiert. Was haben die denn für einen Explosionsradius, die Minen? Ich dachte, ich mache das jetzt gerade schon richtig clever. Dem, ha, da habe ich einen Weg gefunden. Aber ich war da mindestens 3 Meter von entfernt, ey. Alter. Okay. Also jetzt hier bei Cortex zu sterben, ist echt peinlich. Na okay, zugegebenermaßen ist jetzt für mich hier heute jetzt auch nicht unbedingt eine Aufnahme gewesen, ist, wo ich denke, oh mein Gott, mal gucken, was du schaffst. Sondern, okay, zeig mal was. Wie so ein bisschen wie so ein Bonusvideo war das jetzt für mich heute eher, die Aufnahme. Auch wenn ich noch ein bisschen was produktiv holen musste. Aber dementsprechend ist man natürlich dann auch so ein bisschen anders eingestellt. Verzupf dich. Verzupf dich.
So. Mach mal den Ventilator. Hat auch jemand gesagt, das Geräusch davon ist auch nicht mehr so geil wie früher. Oh, da gebe ich euch recht. Jetzt erstmal in meiner Richtung hier, die beiden Ochsen. Nee. Daneben. Komm, schmeiß die ganz weit, die erste. Ja, danke schön. So. Wo? Rein mit dir. Rein mit dir. Ein noch. Ausweichen sollte nicht das Problem werden. Kann ich hier eigentlich einen Akku haben? Nee, ne? Den müsste ich eigentlich schaffen, ohne getroffen zu werden. Weil würde ja keinen Sinn machen, ne? Wenn der andere Akku da kämpft. Man kann zwar einen doppelten haben, aber zwei gab es, glaube ich, noch nie. Wow! Okay. Das macht einen scheiß Minenkack. As you wish. Nicht so nah dran. Das ist total fies gewesen, wie dieser Kack-Minen-Explosion, ne? Ah! Das war mir schon klar, warum mache ich das denn? Ich Spacko, jetzt kann ich das doch wieder von vorne machen. Nein. Ah. Himmelpopo. Aha. Und hepp. Okay, wir lassen jetzt erstmal die Mine explodieren, ne? Da reinzukommen ist auch ein bisschen schwieriger als damals. Es ist unglaublich, dass ich bei dem jetzt... Wie viele... 3 Leben habe ich schon verloren, ne? Oder waren das schon 4? Ich glaube, es waren sogar schon 4, ne? Das ist echt peinlich. Also normalerweise darf man hier nicht sterben. Der ist so einfach. Das mit Minen ist zwar teilweise ein bisschen tricky, weil man auch nie so genau sieht, wo die jetzt genau hinfliegen. Aber gut, ich messe das halt mit den alten Maßstäben. Hier ist ja alles ein bisschen anders. Auch jetzt überhaupt gar nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach Fakt. Interessant ist auch, ne, dass die ersten beiden Minen jetzt gerade gleichzeitig explodiert sind. Wo mich jetzt natürlich auch nicht recht, ne? Komm. Kaffrops. Pschaums. Ich stelle mir das fies vor, ne? Weil ich wüsste genau, wie ich das Spiel spielen würde, wenn ich das erste Mal spielen würde und die alten Teile nicht kenne, ne? Also gerade wegen den Side-Challenges und natürlich dann versuche, die Trophäen zu holen. Wo ich mir auch denken würde, ich würde es ja direkt am Anfang versuchen, ne? Wenn ich das erste Relikt holen könnte, würde ich es ja direkt versuchen. Und dann denken, Alter, wie soll man denn die Zeit schaffen, ne? Ohne zu wissen, dass man noch die Sprintfunktion bekommt. Tada! So. Du Orsch. Du kannst mich mal. Komm. 100% Ende. Nein! Das ist unmöglich! Nicht schon wieder ein Gefangener der Zeit! Die Zeitstrudelmaschine hat nicht gehalten, aber wir hatten Glück und sind entkommen. Schwer zu sagen, was aus unseren Gegnern geworden ist. Aber ich nehme an, wir werden sie eine lange Zeit nicht sehen. Oh, ich fand das früher viel stylischer, ne, als dann noch die Credits da durchliefen. Aber wir haben auch gerade gesehen, ne, als wir in dem Haus von Crash Bandicoot waren, links am Kamin, ne, da kommen wir tatsächlich Nathan Drake sehen, in so einem kleinen Porträtfoto. Schönes kleines Extra. Aber finde ich cool, weil Activision hatte eigentlich so gesehen nichts mit Naughty Dog zu tun, behaupte ich jetzt mal, ne? Hast du noch einen Prozentpunkt dazu gekriegt? Nee, leider nicht. Gut. Nee, weil, wundert mich, dass sie das da mit reingebracht haben oder einfach nur als Ehrung für Naughty Dog. Du musst dir garantiert nach Erlaubnis fragen und allem drum und dran.
Aber egal. Wir haben das Spiel jetzt geschafft. Es ist durch. Ne? Wir haben alles geholt. Wir haben in allen drei Spielen die Platin-Trophäen bekommen. Ich würde jetzt gerne nur einmal kurz die Credits anmachen, ne, damit ich mein Resümee abgeben kann. Also in Summe kann ich schon mal sagen, alle drei Teile haben richtig Bock gemacht. Es war richtig geil, das nochmal zu erleben. Auch nochmal die ganze alte Sache halt wieder auferleben zu lassen. Nur halt auf eine andere Art und Weise, ne? Und dazu komme ich dann gleich. Aber kommen wir erstmal generell zum dritten Teil. Also der hat eigentlich wirklich sehr viel Bock gemacht. Waren einige Sachen, die jetzt... Ja, komm, machen wir erstmal die Credits an. Doof geschissen. Im dritten Teil waren jetzt natürlich auch einige Sachen ähnlich wie im zweiten Teil, die ganz anders waren als früher, ne? Ich fand viel schwieriger zu kontrollieren, also alles, was Coco betraf zum Beispiel, ne? Oder jetzt auch das Flugzeug am Ende, was halt überhaupt gar kein Vergleich zu früher war, also das war halt wirklich ein ganz anderes Gefühl. Was aber dadurch ein bisschen kompensiert wurde, Lisa, zum zweiten Teil, dass es auch nicht so anspruchsvoll war, ne? Man musste da halt nicht perfekt durchrennen, sondern es hat halt gereicht, wenn man es gehandelt bekommen hat. Und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Soundtrack-mäßig, weiß ich nicht. Also ich fand bei PlayStation 1 den Soundtrack für den dritten Teil richtig, richtig geil. Also ich komme mich ja fast alle, die kann ich mich auch erinnern. Also mit Ausnahme des Arabien, das fand ich nicht so geil früher schon, von der Mucke her. Aber hey, hier, nee, also da haben die sich jetzt nichts mitgetan. Also sie sind ja quasi von der 1 auf eine 3 runtergerutscht. Ist okay, ne? Ist jetzt nicht schlecht und hört sich nicht ekelhaft an. Aber, nee. Danke. Geht besser, geht besser. Grafisch finde ich sehr geil, aber das zieht sich dann auch wirklich so durch die Trilogie durch. Und ja, auch vom Gameplay her, wie gesagt, ne? Also da gibt es halt einige Sachen, die verschlechtert haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass es im Vergleich zu den anderen beiden Teilen so unglaublich einfach ist, ne? Also ich meine, im Endeffekt ist es der umfangreichste Teil, behaupte ich jetzt einfach mal. Mit 30 Leveln, glaube ich sogar, inklusive der beiden Bonus-Level. Und nochmal 5 Endgegnern. Und dann halt überall noch Relikte holen und 45 Edelsteine, 25 Kristalle. Ich weiß nicht genau, was es jetzt im zweiten Teil gab, aber zumindest kam das mir hier vor, als wäre es einfach mehr. Weil die Level vielleicht auch noch ein bisschen länger sind als im zweiten Teil. Aber ich kam, glaube ich, genauso schnell durch wie im zweiten Teil. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange ich für die anderen Teile gebraucht habe. Aber wir werden hier jetzt wahrscheinlich so bei, ich denke mal, 38, 39, 40 Parts liegen. Keine Ahnung, das ist nur so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, die anderen beiden Teile, die lagen bei über 40 jeweils. Was schon zeigt, wie anspruchslos die sind. Ich meine, ich finde es einen schönen Abschluss für die Trilogie, wenn man sich für die ersten beiden Teile gekämpft hat und dann das hier macht. Aber teilweise, ich hab's mir schlimmer vorgestellt, ne? Ich kam da zu gut durch. Ist ja schön für die guten Momente, die man hat. Punkt eigentlich. Also nicht schlecht für Herausforderungen. Herausforderungen haben wir ja trotzdem. Man könnte hier ja auch noch die Platinrelikte holen. Aber gut. Im Großen und Ganzen finde ich aber richtig gut, das Remake, muss man sagen. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, nämlich zum kompletten Remake als solches. Da muss ich vielleicht nochmal vorweg sein. Ich habe mich echt richtig hart darauf gefreut, ne? Also wirklich richtig hart darauf gefreut, auf das Remake. Und ich kann sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, also generell die Bewegungssteuerung, die Sprungsteuerung ist natürlich ganz anders als früher. Aber das würde auch nicht stören, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass man würde die alten Teile spielen. Das heißt, das haben die hier richtig geil gemacht, ne? Das Feeling von damals zu übertragen in eine ja, heutzutage taugliche Technik, das ist denen super gelungen, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn man halt die alten Teile kennt, ist das echt gewöhnungsbedürftig, wie mit der Sprungweite und sowas. Und es ist alles ein bisschen anders. Die Kameraperspektive sind manchmal für einen Arsch, muss man auch dazu sagen. Gerade bei den Verfolgerleveln. Oder beziehungsweise ist ungünstiger als damals. Ist nicht so darauf ausgelegt, wie es damals war, habe ich das Gefühl manchmal. Aber im Großen und Ganzen wurde das schon sehr solide, also sehr solide bedeutet dann so, ich sag mal, 2 bis 2 übertragen. Vom Design her als solches finde ich das richtig geil. Also es sieht wirklich noch so aus wie damals, nur halt geil. Also noch geiler. Die haben da schöne Details nochmal hinzugebaut in den einzelnen Leveln, in den einzelnen Passagen. Das haben sie richtig gut gemacht. Die Synchronisierung muss man aber dazu sein. Ich meine, damals war ja ein AAA-Titel so gesehen, ne? So ein Crash Bandicoot. Und heutzutage ist das ein Download-Titel, was ja so ein bisschen eher so die, ich sag mal, Randgruppen eher bedient, ne? Das ist jetzt ja kein Call of Duty, sondern das ist halt ein digitaler Titel, den es auch als Retail gibt und wo sich dann so ein paar Retro-Fans drauf freuen. Es war, denke ich mal, recht erfolgreich. Das möchte ich nicht abstreiten. Gerade aus den ersten Wochen gehört hat, dass zu den erfolgreichsten Spielen, zumindest jetzt hier so bei PSN-Profiles und sowas. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob die jetzt überhaupt damit gerechnet haben, dass es so erfolgreich wird. Ich kenne jetzt keine Verkaufszahlen oder sonst irgendwas.
Ja, wenn wir nochmal die einzelnen Teile durchgehen. Also das war jetzt erstmal das Resümee zur gesamten Trilogie. Teil 1, muss ich sagen, und jetzt schlag mich bitte nicht, ne? Ich glaube, das sehe ich tatsächlich sogar noch an der Spitze von den drei Teilen. Mag damit zusammenhängen, dass es das erste war, was ich jetzt hier gespielt habe. Es war kackenschwer, das stimmt. Aber ich habe die Fehler eigentlich auch fast immer, also gerade jetzt auch was Relikte und sowas anging, bei mir gesehen. Stormy Ascent hat nochmal richtig gebumst. Ist auf jeden Fall mit Abstand der anspruchsvollste Teil. Ich habe mich zu Beginn der Aufnahme habe ich mir genau diese Frage noch gestellt, was der schwierigste Teil ist. Aber es ist der erste Teil doch. Ja. Weil, wie gesagt, alle Fehler, die ich da gemacht habe, oder viele Fehler, ich sag mal 90-95%, habe ich jetzt nicht, sind jetzt nicht passiert, weil ich mit der Spielmechanik nicht unbedingt so zurechtkam. Sondern größtenteils deshalb, weil ich einfach selbst schuld war. Also, oder weil ich jetzt unachtsam war oder einfach für die Ansprüche nicht gut genug war. Auch wenn es kackenschwer ist. Das sind Sachen, damit kann ich leben. Das motiviert mich dann, einfach besser zu werden, ne? Und das hat mir im zweiten Teil so ein bisschen gefehlt. Der Soundtrack vom ersten Teil, nun gut. Okay, den fand ich damals halt schon nicht so prägend. Haben sie jetzt hier noch ein bisschen verschlimmert, finde ich. Also wenn es vorher eine 2 war, ist es jetzt eine 2-. Also es ist jetzt kein großer Unterschied. Dann kommen wir zum zweiten Teil, worauf ich mich echt hart gefreut habe, was für mich jetzt auch der Aspirant war, der beste Teil zu werden. Weil ich halt wusste, okay, es gibt jetzt auch die Zeit-Challenges. Ein Faktor, der mich halt im dritten Teil total heiß gemacht hat. Da kann man jetzt halt nur noch hinzu, man hat halt noch zusätzlich die Sprintfunktion am Ende freigeschaltet. Das bedeutet, die Zeiten waren jetzt nicht wie im ersten Teil einfach auf gutes Spielen auf Basis der alten Mechanik, ich sag mal, ausgelegt, sondern das Spiel wusste, okay, der kann bald sprinten und dementsprechend passen wir die Zeiten auch an. Was, finde ich, zumindest nicht unbedingt so gut gelungen ist. Ich meine, ich kam zwar relativ gut durch und alles, ne, aber man hat echt gemerkt, ne, der Flow hat total gefehlt. Die Level waren da nicht drauf ausgelegt, dass man da durchrennen sollte, also durchsprinten sollte. Natürlich, es hat funktioniert, ne? Spieleentwickler haben sich auch selbst gespielt, haben dann auch die Zeiten eruiert, die man dann vom Spieler abverlangen kann. Aber es war so ein bisschen wie gewollt, aber nicht gekonnt, ne? Und genau das gleiche, also das zieht sich leider so ein bisschen durch das Spiel durch. Also alles andere, was jetzt nicht, oder was jetzt keine Besonderheiten hatte, was das gleiche geboten hatte wie der erste Teil, also sprich normale Jump-and-Run-Action, Laufen, Drehen, Rutschen, okay, das lief gut, der Rutschdrehsprung war gut. Aber alles, was darüber hinausgeht, das heißt bestimmte Physik-Engines oder sowas, ne, vornehmlich das Eis. Oder auch getimte Sachen in Eisleveln. Das war so undurchschaubar, undurchsichtig und für mich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ne, komplett unkontrollierbar, dass das Spiel leider auf den dritten Platz fällt, ja. Wieder einmal der zweite Teil. Mhm. Vom Design her natürlich auch wieder alles richtig geil. Von der Musik her hingegen, von den drei Teilen, ist das aber eigentlich der beste, der zweite Teil. Finde ich, von den Remakes her, von den Soundtracks. Das haben die ganz geil gemacht. Also gerade die Eismucke gefällt mir natürlich sehr gut. Und alle Bonuslevel haben die ziemlich geil gemacht. Also diese Toast-Plattform. Aber im Großen und Ganzen, also ich meine, der dritte Platz heißt jetzt nicht, dass er eine 5 hat. Das ist immer noch eine 1-. Oder von mir ist auch eine glatte 1. Da tut sich nicht viel bei den Rettern. Die haben alle drei richtig Bock gemacht. Nur da hatte ich wirklich das Gefühl, das hat sich am wenigsten unter Kontrolle. Aber das liegt dann auch an mir. Ne? Also das ist jetzt, ich weiß ja jetzt nicht mathematisch, dass das der schlechteste Teil ist. Ne? Also seid nicht böse. Gut, und dann jetzt noch zum dritten Teil, ist für mich das gesunde Mittelfeld, ne? Also ich meine, da gibt es zwar jetzt auch viele, also hat die gleichen Probleme, wie gesagt, wie der zweite Teil. Viele neue Spielmechaniken, die nicht so gut durchdacht sind. Die Motorräder haben mich positiv überrascht, die waren sehr gut zu steuern. Vergleichsweise auch zu der PlayStation 1. Aber dafür Jetski, Pura, Flugzeuge, das war alles so Sachen, ne? Hier ziehen Grenzen dazu. Die Kameraperspektive von Dynamite wurde aber dadurch etwas, wie gesagt, kompensiert, dass das halt so viel einfacher war als der zweite Teil. Also auch was die Zeiten angeht, es waren halt die alten Zeiten. Von daher, also ich meine, Teil 2 und 3 sind sehr nah dran. Also die teilen sich eigentlich fast den zweiten Platz. Wobei ich den dritten halt noch so ein bisschen besser finde, weil man da das ein bisschen zufriedener spielen kann. Ne? Man kann da mehr über die Schwächen hinwegsehen, weil es halt etwas freundlicher aufgebaut ist als der zweite Teil. Aber ich finde, im ersten Teil, da wirkt das alles wirklich noch am rundesten. Ne? Also Zeit-Challenges und sowas, da gibt es auch richtig knackige Zeiten oder knackige Level, wo man dann aber ein bisschen mehr Zeit hat. Also das finde ich schon am besten balanced und hat mir damals auch wirklich, also heißt damals, vor 2 Monaten oder 2,5 Monaten am meisten Spaß gemacht. Ja, das ist eigentlich so mein Resümee über die drei Teile. Was ich persönlich jetzt nochmal festgestellt habe, wenn ihr die Trilogie gespielt habt, ne? Die PlayStation 1 Teile werden Klacks für euch werden, ne, weil die sich so viel besser steuern lassen. In allen drei Teilen
ja, zieht sich leider so ein bisschen durch. Und dann ist halt die Steuerung so ein bisschen hakelig. Da gibt es eine gewisse Verzögerung in den Eingaben, die ihr tätigt. Als ich nach dem Stream die erste Aufnahme gestartet habe, ne, da musste ich mich erstmal wirklich wieder komplett umgewöhnen. Weil bei PlayStation 1 war alles noch sehr direkt und hier ist es halt alles auch ein bisschen mit mehr Animation verbunden und bis er dann mal den Boden verlässt, ne. Da dauert das halt schon so ein paar zig Frames oder zigtel Frames, keine Ahnung, zehntel Frames. Während dann aber bei PlayStation 1, da war er einfach schon in der Luft, ne. Gut. Aber wenn ihr die Spiele beherrscht, dann werden die wirklich die PlayStation 1 Teile in Klacks werden. Vor allem PlayStation 1 und 2, wenn es dann nicht mal mehr Relikte gibt. Gut, ja, das war mein Resümee. Also im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden. Kann ich wirklich sehr empfehlen, die Trilogie. Stormy Essen ist heutzutage offensichtlich nicht mehr kostenlos, aber dann könnt ihr auch mal das Level nochmal in offizieller Version spielen. Die Trophäen sind fordern, aber wirklich alles andere als unmöglich, wenn man da dran bleibt. Ist also wirklich nur fordern, ne? Also die sind angenehm schwer. Also man kriegt nichts in den Schoß geschmissen, ne? Man muss da schon ein bisschen für arbeiten. Aber wenn man sich da reinfuchst, dann kann man es sogar schaffen. Und ja, also wirklich haben die sehr gut gemacht. Ich würde mich über weitere Remakes auf jeden Fall freuen. Zum Beispiel, ne, war ja auch schon in drei Teilen im Gespräch, Spyro. Ja, und das wird auf jeden Fall auch jetzt hier, diese Trilogie, das Let's Play dazu, wird für mich auch, das werden auch jetzt so zu den Momenten gehören, ja, wo ich wahrscheinlich die Aufnahmen nie wieder vergessen werde. Also jetzt hier gerade Crash Bandicoot 1 hat Wochenende, kurz bevor Julia hier eingezogen ist, wo die Möbel aufgebaut hat, ich dann natürlich immer aufgenommen habe und geschnitten habe und sowas. Ja, und Crash Bandicoot 2, das war gerade genau in der Zeit, wo sie dann hier gerade eingezogen ist. Ja, und Crash Bandicoot 3, nicht zum Ende, wo wir beide krank sind. Ne, sind halt alles so prägende Momente, die mir irgendwo im Kopf verankert bleiben. Gut. Ja, ich hoffe mal, ihr könnt so einigermaßen meine Meinung teilen. War jetzt ein umfangreiches Resümee, glaube ich, fast 12 Minuten oder so. Oder 10 Minuten mindestens. Ja, würde mich aber interessieren, was ihr davon haltet, was jetzt eure Reihenfolge ist, auch so am besten mit einer Begründung oder ähnlichem. Also Crash Bandicoot 2 war jetzt wirklich ein Aspirant dafür, wenn die Eissteuerung besser gewesen wäre und halt andere Sachen ein bisschen besser darauf abgestimmt gewesen wären und es da bestenfalls keine Sprintfunktion gegeben hätte. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich auf Platz 1 gelandet, Crash Bandicoot 1 auf 2 und Crash Bandicoot 3 auf dem 3. Aber so gut. Weil ich finde Crash Bandicoot 2, das von der Abwechslung her ist es eigentlich schon fast das Beste. Ne? Also wenn man es da vielleicht noch so 2-3 Level mehr, ne, die so richtig um Jetpack gingen, nur halt nicht mit dem Jetpack, sondern mit anderen Sachen, ne, wie es im 3. Teil auch schon teilweise ein bisschen zu viel ist. Das wäre wirklich perfekt gewesen. Also Mischung aus Teil 2 und Teil 3 würde den ersten Platz geben. Gut, das war's auf jeden Fall. Wie gesagt, ne? Würde mich mal interessieren, was ihr auch von der Trilogie gehalten habt, wenn ihr sie gespielt habt. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand im Angebot ist, holt sie euch. Da habt ihr auf jeden Fall, ich denke mal, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 26 bis 30 Stunden, ja doch, Spielstunden Spaß mit. Gut, ja, das war's auf jeden Fall, ne? Jetzt geht's erstmal wieder normal weiter bei mir. Crash Bandicoot ist erstmal vorbei. Ich werde das nächste Spiel auf der PlayStation 2 spielen. Ich werde eine Reihe fortführen, die jetzt meistens nicht so beliebt war. Das heißt, ihr habt jetzt erstmal ein bisschen Urlaub von mir, ne? Gerade auch die neuen Zuschauer, die jetzt über Crash Bandicoot 1 dazugekommen sind. Da muss ich leider auch nochmal erwähnen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Crash Bandicoot 1, echt. Ich glaube mittlerweile, weiß ich, 35.000 Aufrufe, der erste Part von der Insane-Trilogie, was ich dann ja quasi direkt nach dem Release gespielt habe. Ist jetzt schon quasi in meiner ewigen Top 10 der Videospiele, ne? Also beziehungsweise der Videos, die ich hochgeladen habe. Keine Ahnung, auf Platz 3 oder 4 oder so. Und das Video ist 2,5 Monate alt oder vielleicht 3 Monate, ne? Und ich bin seit fast 8 Jahren dabei. So viel zum Thema, ne? War also auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das heißt, an neuen Zuschauer, ne? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt vergrault. Nee, ich werde jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, normal wieder weitermachen. Ich denke mal, da werden jetzt wahrscheinlich auch die ein oder anderen Zuschauer abstarten und mich deabonnieren. Ist aber kein Thema, ne? Das überlasse ich jedem selbst. Trotzdem hoffe ich euch, dass das jetzt eine schöne Zeit für euch war. Die bleiben wollen, können natürlich gerne bleiben. Ja, wie gesagt, als nächstes mache ich ein PlayStation 2 Spiel von einer Reihe, die diesmal, wie gesagt, nicht so beliebt war. Hat immer mit Let's Play Togethers begonnen, die Reihe. Und ich überlege gerade, kann ich euch noch erzählen? Ich erzähle jetzt nichts mehr. Wird aber nicht allzu lange dauern und da geht es auch wirklich schon wieder mit Crash weiter. Weil ich habe eigentlich noch vor, dieses Jahr die Crash-Reihe komplett abzuhaken. Also vielleicht nicht dieses Jahr, aber zumindest zu Beginn des letzten Jahres, was PlayStation 2 und sowas angeht. Ja, ne? Also, wenn ihr Bock habt, schaltet morgen beim nächsten Spiel wieder ein. Ich starte jetzt ab, ich gehe jetzt erstmal ins Erkältungsbad. Ja, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, was auch immer, eine gute Nacht vielleicht.
Ja, hoffe, es hat euch gefallen, die ganze Trilogie. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Kauft es euch, wenn ihr wollt. Und ja, ne? Wir sehen uns dann bestimmt irgendwann mal. Wahrscheinlich spätestens bei Crash. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, Tag Team Racing kommt eher. Ne? Habe ich schon tausendmal im Stream gefragt. Vergesse ich aber immer wieder. Also, ne? Bis dahin. Tschüss.